Kalifornien, 2. November 2016. Die 34-jährige Sherry P. geht joggen und kehrt nicht zurück. 3 Wochen später taucht sie 200 Kilometer entfernt wieder auf. Sie ist mit einer Kette gefesselt, ihr Körper ist voller Verletzungen und Zeichen von Missbrauch. Sherry P. sagt, sie sei von diesen 2 Frauen entführt worden. 4 Jahre später konfrontiert die Polizei Sherry P. mit der Wahrheit. Sie hat ihre Entführung nur vorgetäuscht und damit ihren Kindern, ihrer Familie, aber auch zahllosen anderen Menschen schweres Leid zugefügt. Sherry P. scheint das perfekte Leben zu haben. Doch der Schein trügt. Warum täuscht ein Mensch seine eigene Entführung vor? November 2016, Redding, Nordkalifornien. Ein Tag wie jeder andere für Sherry P. und ihren Ehemann Keith. Er verabschiedet sich und geht zur Arbeit. Sie bringt die Kinder in den Kindergarten. Mittags textet Sherry Keith und fragt, ob er zum Mittagessen kommt. Später, so sagt sie, will sie joggen gehen. Abends kommt Keith P. nach Hause. Alles ist dunkel. Von Sherry und den Kindern fehlt jede Spur. Da fängt die Geschichte an, merkwürdig zu werden. Sherry P. gilt als absolut aufopferungsvolle, liebevolle Mutter, die in jedem Fall ihre Kinder abgeholt hätte. Und an diesem Punkt gehen alle davon aus, dass ihr irgendetwas zugestoßen sein muss. Keith nutzt die Find My iPhone-App, um Sherrys Handy zu suchen. Er findet es ganz in der Nähe ihres Hauses, auf dieser Straße. Doch von Sherry fehlt jede Spur. Sofort wählt Keith P. den Notruf 911. 911, what is your emergency? I just got home from work and my wife wasn't there, which is unusual, and I couldn't find her, so I called the daycare to see what time she picked up the kids. The kids were never picked up, so I got freaked out, so I hit like the Find My iPhone app thing. It showed her phone like at the end of our street, so I just drove down there and I saw her phone with her headphones because she started running again. I found her phone and it's got like hair ripped out of it, like in the headphones. So I'm like totally freaking out, thinking like somebody like grabbed her. Okay, what's your address? Die Polizei beginnt eine groß angelegte Suche nach Sherry P. Gleichzeitig hängen Freunde und Familie Vermisstenposter auf und teilen diese im Internet. Sherry P.'s Fall erzeugte sehr große öffentliche Aufmerksamkeit, denn sie schien das perfekte Leben gehabt zu haben. Davon zeugten auch zahlreiche Fotos auf Social Media. Eine glückliche Partnerschaft, wundervolle Kinder. Und wenn diese Frau einfach so völlig unerklärlich verschwinden kann, dann könnte genau dies jede Person da draußen treffen. Der Fall Sherry P. schürt die Angst der Menschen, plötzlich Opfer einer Entführung zu werden. Vieles deutet darauf hin, dass Sherry P. entführt worden sein könnte. Zum Beispiel die ausgerissenen Haare am Handy und dass sie ihre Kinder alleine zurückließ. Aber es gibt auch Auffälligkeiten. Zum Beispiel wurde das Handy fein säuberlich abgelegt und nicht einfach nur weggeworfen. Es war fast zu einfach zu finden. In Deutschland nimmt die Polizei täglich 200 bis 300 Vermisstenfahndungen auf, wobei sich allerdings innerhalb von 3 Tagen 2/3 dieser Meldungen erledigen. Die Personen werden wiedergefunden. Sehr viele Vermisstenfälle beziehen sich auf Minderjährige. Und in diesem Bereich steckt in den allermeisten Fällen dahinter, dass diese Personen ausgerissen sind. Es gibt dann seltenere Fälle, wo erwachsene Personen sich wirklich entscheiden, Kontakte abzubrechen und ihren Lebensmittelpunkt ganz bewusst zu verlassen. Und nur in den allerseltensten Fällen steckt wirklich eine gezielte Entführung oder ein Tötungsdelikt dahinter. Sollte es sich bei Sherry P.'s Verschwinden um ein Verbrechen handeln, sind zuerst die Menschen in ihrem nächsten Umfeld verdächtig. Die Polizei verhört Keith P., doch der war den ganzen Tag auf der Arbeit und wird darum nicht als verdächtig eingestuft. In der Bevölkerung der Kleinstadt Redding geht ein anderes Gerücht um. 18 Jahre zuvor ist hier eine andere junge Frau spurlos verschwunden. Ihr Name ist Tara S. und sie taucht nie wieder auf. Sherry P. kannte Tara zumindest oberflächlich von der Schule und hat die vielen Emotionen und auch die Ängste, die das Ganze gerade in dieser Stadt ausgelöst hat, natürlich ganz persönlich auch mitbekommen. Viele Menschen haben sich dann gefragt, ob vielleicht ein Zusammenhang bestehen könnte, denn die Frauen sahen sich auch durchaus ein wenig ähnlich. Doch die Polizei hat relativ schnell Zusammenhänge ausgeschlossen. Es war nicht sehr wahrscheinlich, dass nach 18 Jahren jemand dann genau so eine Tat hier nochmal begangen hat. Deswegen hat man diese Spur nicht intensiv verfolgt. Keith P. will nichts unversucht lassen, um seine Frau wiederzufinden.
Er startet eine GoFundMe-Kampagne, um Spenden zu sammeln. Mit diesen will er Privatdetektive anheuern, die Sherry P. finden sollen. Auch die Möglichkeit, Sherry P.s vermeintlichen Entführern eine hohe Belohnung für ihre Freilassung zu zahlen, steht im Raum. Sehr viele Entführungen sind finanziell motiviert. Im Fall von Sherry P. gab es allerdings keine Lösegeldforderungen. Auch eine persönliche Motivation konnte man weitgehend ausschließen, denn man überprüfte intensiv ihr Umfeld. Und somit blieb dann als eine Haupthypothese übrig, dass Sherry P. aus einem sexuellen Motiv heraus entführt worden sein könnte. Am 24. November 2016, 3 Wochen nach Sherry P.s Verschwinden, gehen mehrere Notrufe bei der Polizei ein. AnruferInnen melden eine blonde Frau auf einem Kirchenparkplatz. Es ist Sherry P. Sie ist mit einer Kette gefesselt, stark abgemagert und ihr Körper weist Spuren von Misshandlung auf. An ihrer Unterwäsche findet die Polizei DNA-Spuren eines unbekannten Mannes. Doch Sherry P. gibt an, von 2 hispanischen Frauen entführt worden zu sein. Die Polizei erstellt daraufhin diese Phantombilder. Sherry P. gab der Polizei gegenüber an, sie sei von 2 von ihr als hispanisch bezeichneten Frauen entführt worden. Weiterhin erklärte sie, diese Frauen hätten sie entführt, um sie zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung zu verkaufen. Und das geschah in einer Zeit, als Donald Trump im Rahmen seines Präsidentschaftswahlkampfs sehr stark Ängste schürte, besonders vor lateinamerikanischen Menschen. Er behauptete, diese würden massenweise in die USA kommen und schwere Verbrechen begehen. Sherry P. nutzte die von Donald Trump geschürten rassistischen Ängste für sich. Und da tauchte im Internet ein in diesem Zusammenhang sehr interessantes Dokument auf. 2003, als Sherry P. 21 ist, postet jemand unter ihrem Namen in einem rechtsextremen Skinhead-Forum ein Manifest mit dem Titel Being Aware and Having Pride. Der Text ist voller rassistischer Hetze, in diesem Fall gegen Latinos. In den USA bezeichnet der Begriff Latinx, Latina oder Latino Personen, die aus Lateinamerika stammen. Hispanisch bezeichnet hingegen Personen, die aus einem beliebigen spanischsprachigen Land stammen. Die Begriffe werden häufig synonym verwendet, doch gilt der Begriff Latino eher als eine Eigen-, Hispanisch dagegen als eine Fremdbezeichnung. Sherry P. behauptete später, diesen Text nie geschrieben zu haben, doch er weist Informationen aus ihrem Leben auf, beispielsweise, dass sie als Schülerin Volleyball spielte, die tatsächlich real sind. Sollte sie diesen Text geschrieben haben, dann könnte natürlich ein gewisser Zusammenhang zu den Ereignissen 13 Jahre später bestehen, denn 13 Jahre später behauptete sie, 2 von ihr als hispanisch bezeichnete Frauen hätten sie entführt. Sherry P. ist wieder zu Hause. Der Druck auf der Polizei, den Fall zu lösen, bleibt. Sie sucht fieberhaft nach den angeblich hispanischen Entführerinnen. Das hat Konsequenzen für die Latino-Community. Viele Latinas trauen sich nicht mehr zu zweit auf die Straße, denn angeblich hatten ja 2 Frauen Sherry P. entführt. Eine solche Geschichte kann xenophobe, also fremdenfeindliche Stereotype verstärken. Wenn eine ganze Personengruppe als kriminell und bedrohlich dargestellt wird, dann schürt das Ängste, die wiederum zur Abwertung und Ausgrenzung dieser Gruppe führen können. Und diese Effekte bleiben auch dann bestehen, wenn sich die Vorwürfe als falsch herausstellen. Als Opfer einer Straftat erhält Sherry P. Schmerzensgeld vom Bundesstaat Kalifornien in Höhe von über $30.000. Die Polizei geht indes ihrer wichtigsten Spur nach, den DNA-Spuren auf Sherry P.s Unterwäsche. In der zentralen DNA-Datenbank CODIS, in der die Daten von polizeilich relevanten Personen gesammelt werden, findet sich nichts. Der entscheidende Hinweis kommt aus einer anderen Quelle. Es gibt nämlich viele Firmen, die anbieten, die eigene DNA analysieren zu lassen. Und die Polizei in den USA kann unter gewissen Umständen auf diese Daten zugreifen. Im Fall von Sherry P. wurde das sehr wichtig, denn bei ihr gefundene DNA konnte dann aufgrund solcher Datenbanken mithilfe eines sogenannten Familienmatches zugeordnet werden. Das bedeutet, man fand eine Person, die mit der Person verwandt war, der die DNA an ihrer Kleidung gehörte. Im Juli 2020, also fast 4 Jahre nach der Entführung, kann die Polizei die DNA endlich zuordnen. So stoßen sie auf James R., einen Ex-Freund von Sherry P. Der gesteht sofort. Er habe Sherry P. geholfen, ihre eigene Entführung vorzutäuschen. Der Grund? Sie wollte von zu Hause weg, denn, so berichtete sie, ihr Ehemann misshandle und vergewaltige sie.
Sie habe sich die 3 Wochen bei ihm versteckt, habe Essen verweigert, um sich selbst abzumagern und habe sich ständig Selbstverletzungen zugefügt. Es stellte sich heraus, dass Sherry P. durchaus schon lange bei vielen Menschen dafür bekannt war, sehr viel zu lügen und immer wieder auch Dramen zu erfinden. Außerdem meldete sich beispielsweise ein Ex-Freund von Sherry P. und erklärte, dass sie immer wieder zeitweise den Kontakt abgebrochen und dann dramatische Geschichten erfunden habe, warum das so gewesen sei. Er sagte auch, als er von der vermeintlichen Entführung hörte, habe er sofort gedacht, das ist wieder eine ihrer dramatischen Geschichten. Am 13. August 2020 bittet die Polizei Sherry P. aufs Revier zu kommen. Die Geschichte um ihre Entführung sei aufgelöst. Die Polizei schneidet mit, was dann geschieht. Sie konfrontieren Sherry P. mit den Ergebnissen des DNA-Tests und mit James R.'s Geständnis. Sie können beweisen, dass Sherry P. ihre gesamte Entführung vorgetäuscht hat. Sherry P. beginnt zu weinen, leugnet die Tatsachen und bleibt bei ihrer Geschichte. Für Keith P., der die 4 Jahre seit der vermeintlichen Entführung fest an der Seite seiner Frau stand, bricht eine Welt zusammen. Sherry P. hat selbst nie erklärt, warum sie all das getan hat. Sie hatte das vermeintlich perfekte Leben als Ehefrau und Mutter. Doch die genauere Prüfung ergab, dass es durchaus Eheprobleme gab. Sie hatte immer wieder mit Männern online geflirtet. Dadurch hatte sie dann Streitigkeiten mit ihrem Ehemann, der das nicht gut fand. Und nun diese Entführung zu inszenieren, brachte sie zunächst einmal raus aus ihrer Lebenssituation. Die Probleme mit ihrem Mann, die Anforderungen an sie, dieses perfekte Bild aufrechtzuerhalten, konnte sie zunächst mal abstellen. Als sie wieder aufgetaucht ist, konnte sie damit rechnen, dass die Schwierigkeiten ihres Lebens zuvor so nicht mehr bestanden. Denn wer würde jetzt noch Ansprüche an sie stellen, den Haushalt zu machen, die Kinder zu versorgen oder auch die Konflikte mit ihrem Mann? Die spielten doch gar keine Rolle mehr. Er war doch so froh, dass sie lebend wieder aufgetaucht war. Sherry P. drohen wegen ihrer vorgetäuschten Entführung sowie des Belügens von Bundesagenten bis zu 20 Jahre Haft. Am 18. April 2022 bekennt sie sich schuldig, um das mögliche Strafmaß zu reduzieren. 4 Tage später reicht Keith P. die Scheidung ein und klagt auf alleiniges Sorgerecht für die Kinder. Im September 2022 wird Sherry P. schuldig gesprochen und zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt. Sherry P. erzeugte durch ihre Geschichte sehr viel Mitgefühl. Und wer würde einer Person, die so viel Schreckliches erlebt hat, unterstellen wollen, dass das eine Erfindung sei? Und genau mit dieser Strategie hat sie Menschen geschadet, die wirklich Opfer von Straftaten werden. Denn deren Glaubwürdigkeit wird natürlich durch eine solche Geschichte beschädigt. Nun, wo sie in Haft ist, wird sich für sie sicherlich die Frage stellen, wie sie in Zukunft mit sich und ihren Mitmenschen umgehen soll. Und da wäre es aufgrund meiner Erfahrung mit der Arbeit mit straffälligen Menschen sicherlich wichtig, dass sie zunächst mal versteht, warum sie dysfunktionale Strategien genutzt hat, um Bedürfnisse zu befriedigen. Und wie sie anders mit sich und ihren Bedürfnissen umgehen kann in Zukunft, damit sie weder sich noch andere jemals wieder schädigt. Wenn du noch mehr von der Fall sehen willst, dann kommst du hier zu unserem letzten Video. Und in diesem Video von True Doku erzählt Manju, wie sie von der eigenen Mutter entführt wurde und jahrelang deren Lügengeschichten mittragen musste.